Hallo und herzlich willkommen zurück in der Desaster zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir ein wenig, wie ihr schon an der Geste sehen konntet, ein paar Sonnenlichtmedaillen gefarmt. Oh, fällt mir gerade ein. Kurz den Ton abändern. Bisschen lauter Game Sound, muss ich mal gerade nachdrehen. Vergesse ich immer mal wieder, weil nebenbei spiele ich ja noch Fallout und Fallout ist, Dark Souls 3 einfach, es hat einfach mega laute Soundeffekte und Fallout ist bei weitem nicht so schlimm, deswegen muss ich Dark Souls viel leiser machen als Fallout. Nur so am Rande. Für die, die Dark Souls Let's Play wollen, stelle ich darauf ein, dass ihr das sehr, sehr weit runterdrehen müsst. Es ist scheiße laut. Und das für ein Spiel, was kaum Musik hat, das ist echt der Hammer. So, ne, wir haben jetzt, wie man sehen kann, einiges an Seelen noch bekommen durch die Koop-Session, die wir das letzte Mal gemacht haben. Und das reicht tatsächlich für ein Level-Up, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Damit können wir mal die Geschicklichkeit auf 55 pumpen und dann sehen wir weiter. So. Eigentlich hätte ich jetzt weitermachen müssen damit, dass wir weiter Sonnenlichtmedaillen farmen und so weiter, denn wir müssen die Eide ja schließlich alle abschließen oder zu einem gewissen Punkt, hat manche nur Rang 1, aber die meisten Rang 2, um alle Ringe, Zauber, was weiß ich was zu bekommen, um da voranzukommen, um die Ringe, Zauber, was weiß ich alles zusammenzufarmen für die Platin-Trophäe. Aber anstatt jetzt hier 5 Folgen hintereinander nur Sonnenlichtmedaillen zu fahren, dann 5 Folgen nur, was weiß ich, diese bleichen Zungen oder so, ja, das ist alles ein bisschen scheiße. Das machen wir nicht. Stattdessen werde ich einfach so machen, dass wir immer wieder da zwischendurch rumtauschen und praktisch jede Folge einen anderen Eid spielen, sodass das ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ich hatte auch überlegt, ob ich nicht einfach irgendwie so eine... einfach eine Montage machen soll, einfach die 30 Sonnenlichtmedaillen alleine farme, offscreen, und dann einfach so eine Montage draus mache, die zeigt, wo ich halt so ein Best-of, was wir da gefunden haben. Aber ja, dann würde ich euch halt ganz, ganz viel Videomaterial vorenthalten und das wollte ich dann auch irgendwie nicht. Und deswegen machen wir es stattdessen so. Das war einfach mal so zwischendrin das mit den Koop-Sessions einschieben und ansonsten einfach so hier die Covenant, die PvPs spielen, weil PvP werde ich euch garantiert nicht vorenthalten, auch wenn ich mich wahrscheinlich super dämlich anstellen werde, weil ich im PvP einfach nicht so bewandert bin. So, aber bevor wir das machen, möchte ich euch gerade ein kleines Secret zeigen, was ich entdeckt habe. Und dafür müssen wir zwar eine unserer Bande der Wirbelsäulen opfern, von denen brauchen wir satte 30, um den Eid abzuschließen. Das wird nicht einfach, sie zu bekommen. Aber wenn man davon eins hier ablegt... Das ist tatsächlich etwas, was man PKP tauschen kann. Ja, PKP ist nämlich tatsächlich der Rabe. Das weiß ich inzwischen mal. Dann bekommt Lucatils Maske. Und Lucatils Maske, also wir haben ja jetzt angefangen, diese Maske zu tragen. Aber wenn Lucatils Maske sich als super erweist, dann werden wir die tragen. Denn wir haben ja schon hier das Wams von Mira und so weiter. Und ja, Lucatil, mega geiler Charakter, wie ich finde. Der hat es verdient. Und ja, dann könnten wir hier mit Lucatils Maske durch die Gegend rennen. Das wäre mega cool. Aber kommt halt drauf an, wie gut die ist. Ich bin nur zufällig drauf gestolpert, als ich mir die Eide alle genau angeguckt habe, wie die funktionieren und wie man die Items, die man da opfern muss, überhaupt bekommt und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich auch darüber gestoßen, dass man tatsächlich eins von denen gegen Lucatils Maske tauschen kann. Was mir halt schon neugierig macht, ob man die anderen nicht auch gegen irgendwas tauschen kann, aber naja. So, was kann das Ding denn? Also physisch ist es insgesamt was besser. Allerdings, seltsamerweise physisch ist es insgesamt besser, aber in jedem einzelnen Schlag, Hieb und Stoß ist es schwächer, und zwar deutlich. Das ist sehr eigenartig, kann man hier sehr gut sehen. Aber wirklich deutlich, ne, das ist schon seltsam. Aber bessere Resistenz gegen Magie, und 0,5 ist da schon einiges. Ein bisschen schwächer zu Feuer, aber eine sehr viel bessere Blitzresistenz, sehr viel bessere Dunkelresistenz, bisschen mehr Blutung, aber etwas weniger Gift, Kälte, Fluch und die Balance ist auch nicht ganz so geil. Das Gewicht ist allerdings das gleiche. Ehrlich gesagt wirklich die Balance am meisten, aber... Also eigentlich die silberne Maske ist besser, weil sie insgesamt die besseren Stats hat. Lucatils ist vielleicht ganz gut gegen so spezielle Kämpfe. Halt gegen die ganzen elementaren Sachen. Aber ja, da es nur so ein bisschen ist, denke ich, werde sie trotzdem tragen. Einfach weil. Guck mal. Cool, oder?
Okay, sieht ein wenig bescheuert aus, aber so, das ist immer das Rüstungsset. Das ist immer das Rüstungsset. Und diese riesen Feder. Ich weiß nicht, die Maske ist doch, die sieht doch irgendwie geiler aus. Ich will zwar eigentlich hier so lukrativ werden, aber hey, wir haben hier Wams an und die Maske ist nun mal besser. Und sie sieht etwas besser aus, auch wenn der Hut ehrlich gesagt ein bisschen dämlich ist. Naja. Die Diebesmaske war zwar irgendwie so am coolsten vom Look her, aber sie ist halt nicht ganz so gut. Und außerdem habe ich so eine bessere Balance. Und ja, Balance ist für mich doch irgendwie, das ist schon irgendwie wichtig. Auch wenn die Balance jetzt nicht so dermaßen viel besser ist. So. Mit allem Gelaber muss ich jetzt erstmal Bestandsaufnahme machen, was wir denn eigentlich so haben. Was müssen wir tun? Das will ich euch jetzt mal kurz darlegen, damit ihr wisst, was uns so jetzt in den nächsten Sessions so erwartet. Und dafür gehen wir dann natürlich hier in die Lagerkiste. So. Wir haben 14 Sonnenlichtmedaillen, haben wir ganz klar am meisten gemacht. Wir brauchen allerdings 30 davon. Und tatsächlich, die Ränge funktionieren alle gleich. Der erste Rang ist bei 10 und der zweite Rang ist bei 30 geopferten Items. Bei den Sonnenlichtmedaillen brauchen wir beide Ränge, denn für 10 gibt es Sacred Oath. Ein Miracle, was auch schon sehr lange existiert. Ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Namen. Keine Ahnung. Und für 30 gibt es dann den berühmt-berüchtigten großen Blitzspeer. Und ja, den brauchen wir natürlich auch. So, weiter geht's mit Beweis der Eintracht. Das ist für Blade of the Dark Moon. Die, wo auch Siris drin ist. Und da brauchen wir auch beide Ränge. Einmal für Darkmoon Ring und das Darkmoon Blade Miracle. Ich habe jetzt natürlich nur die ganzen englischen Namen bei meinen Recherchen gefunden. Deswegen, ich hoffe, dass ihr... Also ich weiß bei manchen Dingen selber gar nicht, wie die eigentlich jetzt im Deutschen heißen. Aber ich kenne sie so ziemlich alle. Tatsächlich, Darkmoon Blade Miracle, also ist auch etwas, was man in den früheren Dark Souls-Teilen bekommen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Dark Souls 2 war. Aber in Dark Souls 1 weiß ich, dass es auf jeden Fall da ist. Es ist eigentlich nichts weiter als ein spezieller Enchant für das Schwert oder halt für die rechte Waffe, das einfach mehr Damage gibt. Und das basiert eben, das Geld dann eben mit Glaube. So, was haben wir als nächstes hier? Bleiche Zunge. Bleiche Zunge, da überlege ich, ob wir nicht vielleicht sogar eine davon verwenden sollen. Denn das ist für Rosarias Finger. Und bei Rosarias Finger in dem Covenant kann man ja auch, obwohl sie jetzt tot ist, das tut aber nichts zur Sache, kann man ja auch seine Stats ändern. Und ich bin jetzt auf Glaube gegangen und wie ihr vielleicht gemerkt habt, das hat mir nicht wirklich was gebracht. Das Einzige, was ich benutze, ist mein tiefes Gebet. Und das tiefe Gebet hat das hat kein Scaling oder so, das ist immer gleich, das ist immer flat. Also brauche ich da nur die Mindestanforderung zu erfüllen und dann habe ich mein tiefes Gebet und kann das weiter verwenden. Deswegen überlege ich, ob wir nicht eine bleiche Zunge, weil wir nur 10 von den Dingern brauchen, einsetzen soll, um meine Stats ein bisschen anzupassen und die nochmal neu zu verteilen, das, was ich jetzt auf dem Glaube geskillt habe. Weil ich benutze es ja doch nicht, oder? Und jetzt, wo ich noch nicht mal irgendwie Blitzklinge oder so verwenden kann für meinen Uchigatana, oder jetzt halt inzwischen die Chaosklinge, ja, bringt mir das einfach nichts. Wobei wir noch ein anderes Schwert bekommen werden durch einen der Eide, da will ich aber noch nichts verraten. Und da weiß ich nicht, ob man das enchanten kann, aber ich glaube nicht, weil man braucht glitzerndes Titanit dafür. Deswegen glaube ich nicht, dass man das irgendwie verzaubern kann. So, aber auf jeden Fall brauchen wir 10 von diesen bleichen Zungen für den Obscuring Ring. Damit wird man irgendwie schwerer sichtbar oder so, glaube ich. Das hört sich jedenfalls so an. Aber naja. Werden wir ja dann sehen. Wir brauchen sowieso alle Ringe. Ob sie jetzt gut sind oder nicht, sei dahingestellt. So, weiter geht's mit der Banne der Wirbelsäule, wovon wir jetzt noch ein einziges haben, was nicht gut ist, denn das ist Mountmakers oder halt Wallbauereid im Deutschen und wir brauchen 30 Stück von den Dingern. Und das Ganze für die Wärmepyromantie, die bereits aus Dark Souls 2 bekannt ist. Ganz coole Pyromantie, wie ich finde, aber in Bosskämpfen nicht wirklich praktisch. Es sei denn, man kann ihn irgendwo casten, wo man weiß, dass der Boss da nicht hinkommt. Oder halt nicht, normalerweise nicht hingeht. Man muss halt wirklich aufpassen, wenn man das Ding benutzt, weil das halt auch Feinde. So, als nächstes haben wir dann Wolfsblut-Grasklinge. Das ist für Watch Dogs of Faerun mit meinen netten Wölfen. Und wir brauchen 30 von den Dingern für den Wolfsring.
den einzigen von diesen animalischen Ringen, sag ich mal, die uns fehlt. Es gibt noch diesen Falkenring, Löwenring, wovon auch so ziemlich alle schon mal in einem Souls vorkamen. Und ja, der einzige, der uns fehlt, ist der Wolfsring, der Standard-Wolfsring. Es gibt nämlich, glaube ich, noch einen plus einer, den wir schon haben. Und ja, dafür brauchen wir diese Grasklingen. Und als letztes haben wir hier noch den menschlichen Abschaum. Der ist für Aldrich Faithful, also den Covenant, den ich jetzt am schlechtesten kannte, den ich auch erst im zweiten Playthrough entdeckt habe. Und wir brauchen 10 von den Dingern, zum Glück nur 10, denn es ist auch ein knallharter PvP-Eid. Und den braucht man für Great Deep Soul Sorcery. Also es gibt ja diese tiefe Seele Sorcery, womit man so dieses komische dunkle Geschoss da schießt, glaube ich. Auf jeden Fall halt eine Zauberei. Und es gibt eben noch eine stärkere Variante, eben so ähnlich wie großer Blitzspeer oder sowas. Und ja, dafür brauchen wir 10 von diesen menschlichen Abschaumdingern. Tja, das ist der Plan, das ist so das, was wir erreichen müssen. Also ja, von den meisten brauchen wir tatsächlich alle 30 Stück. Nur Rosarias Finger und Aldrich Faithful braucht man jeweils 10. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Anolondo. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Zum Gefängnisturm. Oder nee, wir können auch einfach direkt zu Anolondo gehen. Und schließen uns einfach mal dem Alter an. Das ist Blade of the Dark Moon. Und ja, Blade of the Dark Moon ist Sünderjagd. Das wird ganz toll, weil die Sünder sind normalerweise die... Ich meine, die haben was verbrochen, die wissen genau, was sie tun. Die sind richtig auf Zack. Ehrlich gesagt, vielleicht sollten wir lieber mit Aldrich Faithful starten. Aldrich Faithful macht nichts weiter, als diejenigen, die Aldrich herausfordern wollen in Anolondo, die aufzuhalten. Du sollst nichts weiter tun, als Leute, die hier in Anolondo ankommen und Aldrich herausfordern wollen, in ihre Schranken zu weisen. Mehr tust du nicht. Oh, cool. So. Also, gehen wir mal hier hin. Wo haben wir den denn da? Aldrichs Getreue. So, rüsten den aus. Der müsste eigentlich automatisch funktionieren, wie man auch da oben an dem Leuchten sehen kann. Da müssen wir nichts weiter tun. Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit, hier in Anolondo und auch in Irithyll selber gibt es so Deacons of the Deep. Der Gegnertyp heißt wirklich so. Und diese Deacons of the Deep können auch unser das Teil droppen, was wir brauchen. Allerdings, wie so ziemlich jedes Covenant-Item in jedem Dark Souls ever, ist ultra selten. Oh Gott, ich hab das vergessen. Alter, fällt mir gerade ein, ich habe ja noch meine Glut, die sollte ich vielleicht nicht so unbedingt riskieren. Aber hat das nicht funktioniert. Aber bei denen gibt's ganz einfach einen Trick. Man kann einfach so weit zurückgehen. Autsch! Boah, das läuft aber gar nicht hier. Einfach so weit zurückgehen. Ja, weiter als da gehen sie nicht. Warum auch immer. Seht ihr? Geht nicht. Physikalisch nicht möglich. Ja, und diese Deacons of the Deep können auch diese menschlichen Abschaum droppen. Allerdings an einer ziemlich niedrigen Rate. Und ja. Übrigens, diese Silver Knights können auch was droppen. Das ist das, was man von Blade of the Dark Moon bekommt. Diese keine Ahnung, diese komischen Ohren. Symbol der Eintracht oder so heißt das. Allerdings sind die so scheiße selten, dass man mit 500 bis 700 Kills von diesen Viechern rechnen muss. Ich habe schon von Leuten gelesen, die haben über 1000 von denen gekillt. Und das mit den höchstmöglichen Luck-Anforderungen, die überhaupt möglich sind. Mit Gold Serpent Ring, also Ring der goldenen Schlangenring. Und Münzen und noch spezielles Maske, die das Glück erhöht und so weiter und so fort. Es ist unglaublich, wie viele man von diesen Typen killen muss. Erst recht, wenn ich mich hier so einkeilen lasse. Sollte vielleicht lieber mal anfangen zu spielen, anstatt die ganze Zeit nur zu labern. Aber irgendwie, man sieht ja auch gar keinen. Ich weiß nicht, ob schon wieder mein Netz dafür verantwortlich ist. Ich nehme mal an. Das ist halt so ein Nachteil bei den Eiden, deswegen ich vielleicht doch früher oder später das Ganze farmen muss, was mega ätzend wird. Und wenn ich tatsächlich farme, dann werde ich zeigen, wie ich das mache, wobei das bei den meisten ziemlich ersichtlich ist. Wie hier an Anolondo einfach rumgehen, alle Silver Knights killen, zurückgehen, resetten, das Ganze nochmal machen. Also natürlich am Bonfire resetten, nicht wirklich resetten. Und das machen wir einfach so lange, bis man genug Kills hat. Ziemlich langweilig, oder? Deswegen würde ich das nur
kurz zeigen, kurz erklären, wie jetzt gerade, wie ich das mache, wo ich die farme. Und ja, mehr würde ich dazu auch nicht machen. Dann würde ich die halt einfach so lange farmen, bis ich sie habe. Und das nicht großartig in der Folge zeigen oder so, weil das ist endlangweilig. Also diesmal hatten wir kein Glück bei dem. Das wundert mich aber auch nicht. Wow. What the fuck? What the fuck is this job? Ernsthaft? Den Schild, zwei Rüstungsteile und eine große Denny-Scherbe. What? Wow. Mein Dropglück schon wieder. Wisst ihr, was viel besser wäre, wenn wir jemanden invasieren würden? Das da, also, das wäre super. Wir sind schon in der 15., 16. Minute oder so und haben noch absolut nichts erreicht. Das ist echt scheiße. Ich wollte eigentlich voran machen. Die Covenants werden auch so ultra lang brauchen. Erst recht, weil ich vielleicht 2 von 10 davon gewinnen werde. Ich habe wirklich keine Lust, hier die Gegner irgendwie der In-Day out zu farmen. Okay, das lief jetzt schon deutlich besser. Nein! Guck mal! Beweis der Eintracht. Oh mein Gott, mein Dropglück ist off the charts right now. What the? Ich war. Oh wow. Und ich habe absolut nichts, was mein Glück boostet oder so. Gar nichts. Wobei mir aufgefallen ist, dass mein Glück zu boosten gar nicht so schlecht wäre. Warum? Weil Glück Gift und Blutung verbessert. Und ich benutze ja Blutung in meinem Schwert. Deswegen wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich mein Glück-Stat boosten würde. Aber so wie es aussieht, brauche ich das gar nicht. Mein Dropglück ist mal wieder so dermaßen gut. Wow. Das ist echt der Hammer. So, hier haben wir die besagten Deacons. Wenn ich jetzt von denen auch noch den Drop bekomme, dann drehe ich durch. Das wäre so Bombe. So. Vor Damage Not Found. Wieder lebt noch. Hör auf. Schade, dass man nicht mehreren Covenants gleichzeitig beitreten kann. Dann würde ich dir nämlich einfach Leuten helfen, Aldrich zu besiegen, während ich darauf warte, jemanden zu invasieren. Klingt total bescheuert, ist auch total bescheuert, aber hey, das wird's bringen. Oh, hier drinnen kann ich nicht invasieren. Hier draußen geht's. Aber egal, ich will kurz ans Leuchtfeuer. Ja, jedenfalls werden wir jetzt jede Episode irgendwie einen anderen Eid spielen und hoffen, dass wir mehr Glück haben als momentan. Also mein Dropglück ist mal wieder 1A Spitzensahne. Aber leider kriege ich keine Invasion und das wollte ich ja eigentlich machen. Deswegen bleibt uns hier nicht wirklich was anderes übrig, als hier Deacons zu killen und zu hoffen, dass die auch so nett sind und eins von den Dingern droppen. Und aus irgendeinem Grund kriege ich mal wieder keine Backstabs, aber ich glaube, das liegt an der Treppe. Da oben sind, glaube ich, noch mehr, oder? Muss ich mal hingehen und mal gucken. Und aufpassen, dass ich nicht auf den Kopf kriege. Oh, guck mal, da ist auch schon einer. Oh. Hallo. Aha. So, der... Okay, ich kann nichts leuchten sehen. Ich glaube, der hat nichts gedroppt. Ha, Feuerschild. Scheiße, ne? Oh. Die immer irgendwie mit 3000 Mann kämpfen müssen. Ah, ich Idiot. Ah, nicht so schlimm. Macht keinen Schaden. Es ist nicht göttlicher Zorn. Es ist nur Wucht. So. Mehr gibt's hier von den Typen leider nicht. Gemein ist, in der Kathedrale, in Cathedral of the Deep, da gibt es die Viecher ja auch, aber die droppen, die droppen das Zeug einfach nicht. Die droppen den menschlichen Abschaum nicht. Du musst es entweder hier machen oder in Ethereal. Was ganz interessant ist, ist, dass die hier, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber in Anolondo und in Ethereal haben die, glaube ich, blaue Gewänder und in der Kathedrale haben die rote Gewänder. Und ja, ich denke, das ist
vom Softwares Weg, um zu sagen, ja, also ihr bekommt kein Menschen Abstand von denen, weil das sind ja zwei unterschiedliche Versionen, weil die haben andere Gewände und so. Ja, was sie wirklich, ehrlich gesagt, was sie wirklich erreichen wollten, ist meiner Meinung nach, die wollten einfach nicht, dass man den Deacons of the Deep Bossfight absichtlich nicht gewinnt, um einfach diese Typen für das Covenant-Item farmen zu können. Weil das spawnen ja immer wieder neue nach, da sind unglaublich viele von denen. Und da wäre die Droprate mit entsprechendem Glück natürlich ultra gut. Hey, eine Invasion, oh mein Gott! Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie instant gekillt werde, wenn ich zurückkomme. Wir gehen am besten mal hier hoch. Hammers, es sind Leute online und ich kann mich mit diesen Leuten verbinden und die angreifen und wahrscheinlich dabei sterben. Autsch, ey! Hey, wo kommt der Typ her? Keine Ahnung. Was ist mit der Invasion los? Ist jetzt abgebrochen worden? Boah, mein Internet ist immer wieder... Yep. Yep, es ist definitiv mein Internet. Super. Super. Gut, dass ich momentan... alles, was ich tun muss, ist... ist online. Da ist es wirklich gut, wenn mein Internet so kooperativ ist. Wow. Das ist echt scheiße. Wow. Leute, ich weiß nicht, ob bei euch der Schwere bewusster, was das bedeutet. Weil, wenn das so weitergeht, ich werde natürlich versuchen, das zu machen, aber wenn das nicht funktioniert, wenn wirklich mein fucking Internet zu beschissen ist, um eine fucking Invasion zu ermöglichen, oder halt, dass ich Leuten helfen kann oder so, das muss ich noch ausprobieren, dann bedeutet das effektiv, dass ich mein Let's Play nicht fortführen kann, weil mein Internet aus Käse besteht. Das ist scheiße. Das ist für euch scheiße, weil ihr dann keinen Dark Souls 3 gucken könnt. Und für mich ist das noch beschissener, weil ich nicht dafür sorgen kann, dass ihr Dark Souls 3 gucken könnt. Oh mein Gott, irgendwie. Ich kann nur hoffen, dass es besser wird. So, weil ich so ultra salty bin, töte ich jetzt einfach Two-Hand. Sowieso besser, machen wir mal noch schauen. Wisst ihr was, Leute? Falls das nicht funktioniert, ich habe eine Idee, die ich eigentlich erst nächstes Jahr machen wollte. Aber ich finde sie mega cool und ich will es sowieso machen, ob ich davon jetzt ein Let's Play mache oder nicht. Wenn es nicht funktionieren sollte, wenn wir hier in der nächsten Zeit, werde ich noch ein paar Folgen aufnehmen und hoffen, dass das Netz sich dann wieder gefangen hat, was nicht so aussieht. Ich weiß, vielleicht funktioniert es mit einem anderen Alt ja besser, müssen wir in der nächsten Aufnahme mal probieren. Aber wenn sich das nicht bessert, dann, machen wir einfach ein zweites Let's Play Dark Souls 3. Und zwar nur mit dem Bogen. Das will ich unbedingt ausprobieren. Das ist so eine Challenge. Weil ich habe es ja schon häufiger gesagt, dass ich den Bogen absolut Bombe finde. Der ist wirklich mega, mega cool. Und ich würde gern ein Playthrough machen, nur mit dem Bogen. Genau gesagt, nur mit dem Fares Schwarzbogen. Auch wenn es schwierig ist, überhaupt erst bis zu dem Punkt zu kommen, wo man den bekommt. Generell, der Anfang stelle ich mir ultra schwer vor, weil man da nur sehr begrenzte Pfeile hat und so weiter. Wird schwierig. Aber ja, tut mir leid, wenn jetzt die Folge hier so ein bisschen für den Arsch ist. Weil wir hier wirklich nichts weiter machen können, als diese zwei Gegnertypen hier zu farmen und zu hoffen, dass die was Geiles für uns haben. Was bisher, ehrlich gesagt, gut funktioniert hat, dafür, dass ich mich null darauf vorbereitet habe. Wie? Das hasse ich ja. Was durch meinen Hits dann durchlatschen? Hitstun doesn't exist. Ja, Dark Souls ist ein wirklich beschissenes Fighting Game. No Hitstun? Aber naja, soll ja auch kein Fighting Game sagen. Obwohl es eigentlich viel von einem Fighting Game hat. Es geht halt auch so, es hat ähnliche Aspekte, halt das ganze Kampfsystem. Ey, eine Invasion! Ich bin halb tot, das ist super. Ich gehe mal lieber hier in Deckung. Trink mal einen Schluck. Aber liegt der eine Typ hier noch? Der liegt noch, what the fuck? Ey, wir können invasieren, super. Let's Play ist gerettet. Wow. Das macht eine Invasion in 25 Minuten, das ist super. Also, wenn die Invasion fertig sind, sind wir bei 25 Minuten. Wahrscheinlich drüber, aber egal. Ja, in Zukunft werde ich natürlich die Wartezeit irgendwie wegschneiden. So, I can't parry, Sauce, oh. Aber das ist nicht der Typ, den wir killen sollen. Das ist nämlich eine Reihe. Wo sind wir? Ach so, hier sind wir. Sind die noch da unten? Oder
Ich bin mir nicht ganz sicher. Übrigens, diese Farbe ist ja mal voll cool. Ja, da ganz unten ist der. Okay. Eigentlich wäre es schlau, hier auf die zu warten. Das ist mega unfair. Aber wir sind Invasor. Wir müssen unfair sein. Das ist Dark Souls. Du wirst dafür bezahlt, unfair zu sein. Die Frage ist, ob die überhaupt hier hochkommen. Aber naja, sie müssen hier lang. Ha, dafür muss ich aber erstmal genau wissen, wo die sind. Die sind, glaube ich, noch da unten irgendwo auf dem Platz. Und sie sind zu zweit. Deswegen ist es eigentlich nur fair, wenn ich hier... Warte. Das macht die Sache natürlich... Das macht die Sache natürlich einfacher. Da unten ist er schon. Okay, ich renne hin und unterstütze den. Der soll ja nicht allein kämpfen. Zu zweit haben wir deutlich bessere Chancen. Oh, wow, 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 wow. Alter. Machst du fertig? What? Oh, der andere, natürlich. Oh, wow, nimmt der viel Schaden. Oh, der andere ist schon tot. Das ist super. Das ist super. Das ist natürlich mega gut. Okay, wir müssen Asshole Tactics anwenden. Wenn wir nicht bis dahin schon tot sind. Ja. Okay. Das lief in etwa so, wie ich erwartet habe. Aber ich habe eigentlich auch erwartet, dass der Typ, der mir geholfen hat, besser ist als ich. Naja, gegen zwei und dann offensichtlich mit Lag. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber das sah sehr so aus. Die ganzen Hits und so kamen erst viel später. So die Trefferberechnungen und so weiter. Also für mich als Spieler, klar, beim Zusehen fällt das vielleicht nicht ganz so auf, aber für mich, das hat sich auf jeden Fall so angefühlt, als wäre der Netzcode da nicht so nett gewesen zu mir. Ich weiß ja jetzt natürlich nicht, wie es für die war. Aber ja. Auf jeden Fall nicht gut gelaufen, aber das, ja, so in etwa für das vorgestellt. Zack. Och, ernsthaft. Ich weiß nicht, bei den Fettis bin ich irgendwie immer zu früh. Aber ja, ich denke, das ist eine super tolle... Lol, genau, 99.999 Seelen, das ist lustig. Ich denke, das war eine nette Demonstration. Genau so wird das die nächsten Sessions ablaufen. Nur, dass ich das ganze Gegrinde hier rausschneiden werde und wirklich nur die Invasion, die PvP-Action stehen lasse oder was auch immer wir gerade für ein Eid machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und wir werden in der Zukunft etwas mehr Glück haben. Vielleicht auch mehr Dropglück bei den Arschlöchern da unten. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und hoffentlich schmiert mein Netz nicht total ab. Bis dann!